Herzlich willkommen zurück hier bei Craft the World. Unsere Zwerge sind nach wie vor fleißig. Was haben wir für eine neue Aufgabe? Verstärke die Mauern. Ganz genau, das hatte ich vor. Denn jetzt mit der Werkstatt, also sobald die Werkstatt hier steht, können wir dann endlich Steinwände machen. Ist ein bisschen besser hier als die Holzwände. So, Betten werden auch noch gerade weiter hergestellt. Das ist gut. So, denn dann kann ich hier die Betten wieder aufbauen und die Zwerge schlafen dann viel wohliger in ihrem Komfortbett mit der roten Kuscheldecke. So muss das. So, wie gehen wir es hier weiter an? Das wird abgebaut. Hier kommt eine Fackel soll hier hin. So, und wo gehen wir es denn dann weiter an? Was machen die Zwerge hier? Der kümmert sich hier anscheinend um das ganze Gerümpel. Was auch nicht verkehrt ist. So, und hier unten, darum scheint sich hier noch keiner kümmern zu wollen. Dabei wäre hier Gold, das wäre wichtig. Endlich Gold ein bisschen finden. Da ist Eisenerz. So, hier kommen noch Leitern hin. Ich setze ihnen mal ein Portal, vielleicht gefällt es ihnen dann besser. Und hier unten ist der nächste unterirdische See. Ah ja, sehr brav. Und der verschwindet gleich, wiederholt wahrscheinlich die nächste Leiter. Gut, das Portal ist jetzt alle. Da sollten wir nochmal weiter nach drüben graben. Okay, ich setze ihn da noch eins hin. So, wie geht's denn jetzt weiter? Ja, wir wollten die Steinwelle bauen. Ist die Werkstatt schon aufgestellt? Nein, noch immer nicht. Können wir sonst was machen? Ja, hier beim Fishing. Fischeintopf könnten wir herstellen, wenn sollten wir Fische haben. Das heißt, ich sollte hier wieder jemanden zum Angeln schicken. Ah ja, und Holzbrücken sollten hier eigentlich gebaut werden. Ich habe doch noch Holzbrücken auf Lager. Ganz genau, habe ich noch. So. Und das Schaf hier könnt ihr ebenfalls gleich mal wieder umbringen, wenn ihr soweit seid. So, wenn wir dann hier die Brücke haben, dann kann ich ja wahrscheinlich auch sagen, hier Fische. Das kann alles noch weg. Okay, woher läuft der hier? Der läuft wahrscheinlich zum Schaf, um es umzubringen. Okay. Ja, und so kommen sie trockenen Fußes übers Wasser. Zumindest wenn die Brücke dann fertig gebaut ist. So, jetzt steht die Werkstatt. Jetzt können wir uns auch endlich um die... Oh, was haben wir hier? Ein Relief. Dafür brauchen wir Steine. Na super. Ah ja, und für die Steinwall brauchen wir auch Steine, aber nicht ganz so viel. Stein, Wasser, Sand. So, da stelle ich gleich mal alles, also so viel her wie möglich. 36 Stück und dann werden wir das hier oben, bleibt in Holz und hier unten die Schlafräume. Oder zumindest mal diesen einen Schlafraum, den werde ich damit auskleiden. So, den Nachttopf entferne ich aber noch. Und das Bett stelle ich hier auf. So, entferne einfaches Bett. Wir haben ja dann genügend davon. Jo. So, 15 Minuten bis zur nächsten Welle. Bis dahin sollten wir dann mal wieder alle Zwerge hier zurückhaben. Hier wohnt eine Spinne, das ist mir ehrlich gesagt ziemlich egal, da machen wir zu. Was mir nicht egal ist, sind die fleischfressenden Pflanzen, die vermehren sich nämlich immer so wie sonst was. Und hier haben wir noch ein Kochbuch gefunden, auch nice. So, und was ich jetzt mal brauche wieder, sind Steine. Das heißt, ich werde sie das alles hier abbauen lassen, unsere Zwerge. Dann sollten wir definitiv mal wieder genug haben. Ah, und dann kann man auch gleich schön in diesem See hier fischen. Auch nicht schlecht. So, die Brücke ist hier schon ein bisschen besser geworden. Nice. Wo werde ich denn jetzt schon wieder angegriffen? Ach, von der Spinne hier unten. Und... Oh, von so einer Made da. Aber das ist das Schöne beim Bogenschützen. Der läuft einfach immer ein Stück. Ah ja, und hier haben wir jetzt das ganze Gold. Das heißt, ich brauche hier... mal Fackeln.
Eine hierhin, eine hierhin, eine hierhin. Ah, und da ist das nächste Ameisennest. Da muss ich jetzt vorsichtig sein. So, das kommt alles weg. Das kommt alles weg. Na, der kümmert sich im Alleingang um die nette kleine Larve hier. So, dann brauchen wir hier das erstmal weg. Dann brauchen wir hier ein Gerüst hin. Und dann können wir das hier, das hier, das hier abbauen. Und das hier, das hier, das hier. So. Damit sollten sie wieder mal genug zu tun haben, unsere Zwerge. Und ich kriege dann was. Oh, und da haben wir den nächsten. Da ist der Portalraum mit einem Beholder und einem Boss. Okay, also hier dieses Portal, das müssen wir fertigstellen. Und ja, aber dafür müssen wir erst den Boss killen. Und dann können unsere Zwerge zur nächsten Welt übergehen. Das wird wohl noch eine ganze Weile dauern, ehrlich gesagt. Was aber auch gut ist, ist, dass hier Steine sind. Die werde ich auch alle abbauen lassen. Wie gesagt, unsere Zwerge haben genug zu tun. So, erforsche die Tiefen. Bringt uns natürlich wieder XP, beziehungsweise bald sind wir auf dem nächsten Level. So, wir haben jetzt mittlerweile schon leicht grünlichen Komfort, das ist nice. Und können jetzt auch die restlichen Betten aufstellen. So. Dann haben wir 4, 5, 6, 7, 8, 9 Betten. Fehlt noch eines, aber das eine wird dann noch gerade irgendwann bei Gelegenheit hergestellt, wie wir sehen. Er macht jetzt hier die Steinmauern auf der Werkstatt, das ist gut. Dann können wir das nochmal deutlich erhöhen, unseren Komfort. Und ich überlege, ob ich nicht hier diesen ganzen Raum noch erweitern soll. Entferne Holzwand. Dann bringe ich hier auch wieder was unter. Ja, ich glaube, das mache ich auch so. Schön unterirdisch, wie es die Zwerge gern haben. Das passt schon. So, wie sieht's mit Essen aus? Ist noch genügend da, das ist gut. Hier könnt ihr bei Gelegenheit auch mal wieder, obwohl die Bäume nicht, erntet mal das und bringt das Hühnchen um. Okay, der hat jetzt gerade mal einmal angefangen, was zu machen und jetzt geht es auf Hühnerjagd. Wenn er meint, sage ich da nur. So, wie sieht's hier unten aus? Ah, sehr gut. So, hier kann ebenfalls gegraben werden. Die Spinnennetze kommen weg. Und auch hier machen wir das mit den Gerüsten. Wir brauchen so viele Rohstoffe wie möglich, denn schön langsam möchte ich dann auch ganz gerne mal wieder Ausrüstung bauen. Ich meine, hier kriegen wir Lederarmor und Stahl und Stahl, Stahlpike und Stahlaxt. Das wird schon was bringen. Hier kriegen wir dann Farming mit Mehl und... Oh, magischer Wald. Was ist der magische Wald? Na, werden wir dann noch erfahren. Und hier ist Steinsäule, schwarze Säule. Was bringt denn das alles? Dekorative Säule. Okay, brauchen wir auf alle Fälle massig Stein. Deswegen, wie sieht es eigentlich da oben am Gebirge aus, wo ich die Leute zum Steinabbauen geschickt habe? Da kommt kein Mensch hin. Super. Ich verlängere das Portal trotzdem, weil wir sind eh bald im nächsten Level. Das heißt, ich kann jetzt ein bisschen mit Portalen um mich schmeißen, dort wo Aufträge zu erfüllen sind. Vielleicht werden sie dann ein bisschen schneller abgearbeitet. So, hier ebenfalls. Und der Zwerg fischt hier. So, was können wir sonst noch tun in der Zwischenzeit? Nicht allzu viel. Ah, hier wurde schon ausgegraben, das ist schön. Dann würde ich... Achso, wir haben hier noch immer keine Steindinger, weil die liegen noch hier rum und müssen erst abgeholt werden. Hier würde ich sagen... Ach so, ja. Ich mache das dann eh alles aus Stein, also muss ich da jetzt noch gar nicht so viel rumdoktern. Lass mal sehen, ob das schon... Ja, so halb geht das hier schon mit in die Heimat. Ja, deswegen ist auch der Komfort jetzt nur wieder mittelmäßig, weil wir hier nicht wirklich was an Komfort haben. Aber hey, was soll's. So, jetzt wird hier weiter gearbeitet. Und ich habe die ersten 4 Steindinger. Das heißt, ich würde sagen, hier... Ach so. Baue Steinwall, baue Stein... Ach so, nicht möglich wegen dem Bett. Ich möchte aber...
Eigentlich dachte ich, man kann das genauso machen wie das hier. Aber ich will nicht ersetze Erde. Wartet mal, ich schaue noch mal eben kurz nach. Steinwall, Relief, schwarze Säule. Da kann man Springbrunnen und sowas bauen. Also ich glaube schon, dass ich mit dem Steinwall genau das machen kann, was ich auch mit der Holzwall machen konnte. Was ein bisschen seltsam ist. Wenn ich hier sage, ersetze Erde, ersetze Erde, ersetze Erde, ersetze vorne Wurzeln. Dann schauen wir mal, was er denn so macht damit. Und ob ich das dann genauso machen kann wie diese Holzdinger. So nämlich. Ja, kann ich. Also frage ich mich, warum kann ich das nicht, kann ich das Holz nicht ersetzen? Das ist natürlich scheiße. Aber es sieht nämlich echt hübsch aus, diese Steinwall. So, ersetze vorne Erde. Verstärke die Mauern. Geschafft. Und wir kriegen einen Morgenstern. Und einen Zwerg dazu. Das heißt, ich brauche jetzt definitiv ein bisschen Ausrüstung. So, was machen wir denn? Wir brauchen. Okay, eine Eisenaxt haben wir. Rüstung haben wir theoretisch noch. Wir brauchen noch eine eiserne Spitzhacke für unseren Zwerg. Und ansonsten, einen Rucksack sollten wir noch überhaben. Ja, ganz genau. Ausrüsten. Wen haben wir denn? Derion, ein Fischer. Okay, das heißt, du kriegst mal eine Axt. Die Spitzhacke muss jetzt noch gemacht werden. Okay, dann gebe ich dir derweil mal diese hier und ich hoffe, ich erinnere mich dann dran, dass ich ihm noch was schulde. So, Schuhe haben wir keine. Einen Rucksack kannst du haben. Und wenn wir schon dabei sind, dann bist du neben Fischer auch noch Schmied. So. Also, 10 Zwerge. Das heißt, wir brauchen auch noch ein neues Bett hier. Setze ich ebenfalls hin. Oh, ich höre Zombies. Okay, das hier haben wir jetzt ebenfalls. Hier baue Steinwall, kommt dann da noch hin. Und ich werde ganz schön viel Steine brauchen. Tut sich denn hier mittlerweile was da oben? Ja, ein bisschen was wird schon abgebaut, immerhin. Dann sammle ich noch gleich das Wasser hier mit ein. Aber ja, dieses Gebirge muss abgebaut werden, definitiv. So, wie sieht's denn hier unten aus? Hier wird fleißig gearbeitet, das finde ich gut. So muss das sein. So, den Block unangetastet lassen wegen den scheiß Ameisen. Aber hier wird fleißig Eisenerz abgebaut oder Silber. Ich glaube aber, nee, das ist Eisen, dann ist das Silber oder Mithril. Let's have a look. Silber ist es. So, wo können wir denn sonst noch was ersetzen hier? So, entferne Holzwand. Entferne Holzwand, das kann man machen, obwohl das Bett da steht, finde ich cool. Ach so, hey, könnte sich mal jemand um den hier kümmern? Das wäre sehr freundlich. So, wie sieht's hier auf der linken Seite aus? Also schön langsam komme ich ja ein bisschen ins, naja, in die Bredouille. Außerdem brauche ich neue Fackeln. Fackeln, Fackeln, Fackeln. Brauchen wir Holz und Harz, wenn mich nicht alles täuscht. So, ganz genau. So, was haben wir denn sonst noch? Ah ja, hier brauchen wir definitiv auch noch eine Steinwall. Ersetze vorne Erde. Und die Zwerge, die haben mir genug zu tun. Ich werde jetzt mal wieder auf doppelten Speed schalten, damit das ein bisschen schneller geht zumindest. So, nicht ersetze Erde. Hier baue Steinwall. Baue Steinwall. Das dauert jetzt natürlich seine Zeit, bis das alles hier passiert ist. So, entferne Holzwand, entferne Holzwand. Und das eine Bett, das stellen wir dann
Ja, nicht möglich, Komfortbett zu bauen, erst wenn der Steinwall steht. Gut. Sehe ich ein, lasse ich mir einreden. So, baue Steinwall. Wieso habe ich jetzt nur noch 0 Betten? Ach so, weil ich das gerade mit der Maus in die Hand genommen habe. Ich werde angegriffen. Ach du Scheiße. Wir... Okay. Das war jetzt ein ernsthaftes Problem. Das heißt, wir brauchen definitiv hier... baue Erde. Baue Erde. Baue Erde. Ja, leider ist ein Zwerg gestorben. Scheiße. So war das natürlich nicht gedacht. Nein, du Idiot. Verzieh dich. Baue Erde. Du sollst nicht angreifen. Wähle Zwerg. Übernehmen. Schau, dass du wegkommst hier. Und er ist gegrillt. Na, super. So, neues Wesen. Guardian, sehr gefährlich. Ach, wirklich, habe ich gar nicht gemerkt. Das heißt, wir haben jetzt 2 Zwerge verloren, weil diese Idioten... Bogenschützenhandbuch. Weil diese Idioten es nicht schaffen, hier etwas zuzubauen. So, aber vielleicht kann ich das mit manueller Zwergensteuerung überbrücken für das nächste Mal. Weil ich will nicht noch einen Zwerg verlieren hier. Hab gesehen, wie die reinhauen. Ich meine, hier sind unsere ganzen... so. Nein. Wähle Zwerg. Übernehmen. So, hier ist jetzt wieder zugebaut. Und hier ist jetzt auch wieder zugebaut. Sehr schön. Das heißt... Ja, ja, okay. Ich muss hier unten jetzt noch diese Aufträge alle zurücknehmen. Nicht, dass sie sonst ein bisschen Blödsinn machen, meine Zwergelchen. So, die Gerüste kommen noch weg. Und hier ebenfalls. Gut, dann würde ich vorschlagen, ich möchte dann einfach hier oben weiter graben. Das heißt, hier kommt Erde rein. Und dann graben wir es einfach so. Genau, und jetzt können sie hier graben, ohne dass sie hier Probleme kriegen. Was ist das denn hier? Ah, das sind solche Larven. Okay, na, mit denen werden wir wenigstens fertig. So, ist schon wieder ein Zwerg zurück, von den Toten auferstanden? Nee, leider nicht. Und wir haben auch keine Ausrüstung für sie, das heißt, das müsste ich dann sowieso machen. Aber was ich schauen wollte, kann ich mittlerweile wieder... Nee, ich kann... Ah doch, ich habe hier 11 Fisch, aber ich habe kein Öl. Oder, doch, ich habe Öl. Und ich habe Kohle, dann kann ich ja hier ein bisschen was... 3, 4, 5, 6... Das bringt mich ein bisschen weiter hier im Fishing Tree. Weil sonst möchte ich ehrlich gesagt, ich meine, hier eine Schwimmhilfe, da brauchen wir Leder dafür, das möchte ich nicht dafür ausgeben. Ehrlich gesagt. Und... Oh, wir haben zum ersten Mal Eier übrigens bekommen. Für Fischeintopf brauchen wir noch mehr Fisch. Auch gut. So, meine Freunde, oder meine lieben Zwerge. Mittlerweile haben wir hier wieder genügend... So, baue Steinwall. Und dann könnt ihr auch gleich wieder... die Betten aufstellen. Okay, hier ist es nicht möglich. Ja, ist schon recht. Dann baut zuerst den Steinwall hin, bevor ihr die Betten aufstellt. Das wäre nice von euch. So, hier wird gekocht. Das ist gut. So, da wird hier der Stonewall gebaut. Okay. Dann machen wir hier noch ein paar dekorative Lämpchen hin. Nicht entfernen. So. Entferne Holzwand, entferne Holzwand, entferne Holzwand, entferne Holzwand.
So, damit seid ihr jetzt eine Zeit lang beschäftigt. Und ich würde sagen, für diesen Part reicht das auch schon wieder. Das war's ja also von Craft the World und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Mann, ganz schön viel, was wir hier schon gegraben haben, oder? Und wer hat da gerade so gejodelt? Ist mir egal. Gut, das war's hier von Craft the World. Macht's gut, bis bald. Euer Chris.